Als YouTuber und vor allem als politischer YouTuber bin ich Tag ein, Tag aus mit Hass im Netz konfrontiert. Ich bekomme Sätze an den Kopf geschlagen, wie zum Beispiel, ich schneide dir deine Zunge ab, wenn du Thema XY ansprichst. Oder ich habe auch schon Mails bekommen, in denen mir angedroht wurde, dass ich zusammengeschlagen werde, sodass ich selbst im Rollstuhl nicht mehr glücklich werden würde. All das ist krass, aber es prallt auch so ein bisschen an mir ab, weil ich genau weiß, auf was ich mich einlasse. Und ich glaube, auch viele Journalisten wissen, auf was sie sich einlassen, wenn sie das Thema Politik besprechen. Aber wenn wir über Respekt sprechen, ich glaube, dann müssen wir uns vor allem auf unsere Rezipienten konzentrieren. Die, die meine Videos gucken und die, die vielleicht die Artikel von Journalisten lesen. Wir müssen gucken, wie wir es hinbekommen, dass die Community, die unsere Videos schaut, respektvoll miteinander umgeht und dass Respekt dort das große Thema ist. Denn die müssen geschützt werden, denn die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Nur ich weiß es und ich muss dabei helfen, Respekt sozusagen an den Tag zu legen, sodass jeder, ja, sich wohlfühlt.